So mehr oder weniger, man könnte jetzt Kornmehl machen, um dann zu schauen, was kann man denn daraus wieder so Schönes bauen. Wahrscheinlich irgendwie Brot oder so dann. Sleeping-Bag wissen wir ja, brauchen wir dann auch. Sicherheit noch. Torches, Plywoods. Nochmal Storage Chest. Ah, warte mal. Forged Metal könnten wir bauen. Habe ich noch Platz im Inventar? Habe ich natürlich nicht. Vielleicht finden wir dann doch noch gleich eine Möglichkeit, falls wir was zu tun haben. Das heißt, ich bin mal ganz ehrlich, ne? Komm. Gluck und Gluck ist es weg. Zack, Wasser dahin und wir könnten jetzt mal. Ja, ich glaube, irgendwo ist hier Metall liegen geblieben. Da ist es. Wir lassen keinen Iron Ingot zurück. So, jetzt seht ihr hier zum Beispiel Short Metal Pipes. Könnten wir bauen. Forge Metal. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas anderes? Forge Metal? Nee. Bauen wir einfach mal die Pipes hier auch. Ich weiß noch nicht, wie viel wir da wirklich von brauchen am Ende. Oh. Oh, wir können einen Bedframe bauen. Sehr nett. Reinforced Club. So funktionierst du nicht. Ich soll dich aber bauen können. Ja klar, wahrscheinlich wird es genau so sein. Dann hier die Sticks da in die Mitte rein. Da können wir schon mal ein bisschen was mit drum umhauen wahrscheinlich. Nett. Na, eine Metallleiter. Ich glaube nicht, dass die Zombies die so schnell kaputt kriegen würden. Ah, da habt ihr auch gerade was anderes gesehen. Da will ich gleich noch drauf hinaus. Mensch, da kriegen wir die Nacht ja vielleicht doch noch ganz regulär rum. Ja, warum hat's mir jetzt... Das wurde mir gerade schon angezeigt. Das weiß ich nicht, wie es heißt. Nee. Nein, nein. Gehen wir doch mal durch. Was können wir da? Metal Band Frame, Sleeping Bag. Campfire, Reinforced, bla, bla, nein, nein, würden wir natürlich auch nicht. Garden Hole, Leather, Leather Metal, Lab Cabin, da ist es. Metal Trussing, das soll wohl sehr stabil sein. Wäre daher also eine Überlegung, dass man sich dann ein Haus wirklich daraus baut. Und vielleicht zumindest die unteren zwei Reihen, dass die Zombies das nicht einkloppen können. Oder vielleicht einen Zaun einfach davon rings ums Grundstück hinstellt. Ja, das wird man dann bestimmt mal ausprobieren. Ja, auch vielleicht unterirdisch, dann je nachdem, was man noch alles machen kann, es zu verstärken. Da muss man dann halt gucken. Ne? Ich glaube, die baue ich mir sogar mal. Oh, da haben wir sogar noch. Ja, komm, machen wir hier gleich mal richtig Nägel mit Köpfen. So, haben wir davon ein bisschen was? Oh, diese Randalierer da unten, diese Randalierer. Wir haben ja schon wieder leichten Hunger, aber nur so ganz leichten. Ich sieh's, will ich auf jeden Fall behalten. Ich muss ihn dann auch mal zu Hause lassen. Viel finden können, dürfen wir auch schon nicht mehr, weil wir relativ voll sind. Gut, wir kriegen die Leather noch weg. Die setze ich dann einfach da wieder hin und dann haben wir ein bisschen Platz. Ansonsten saufe ich mir gleich noch mit Wasser die Hucke voll. 4.45 Uhr. Guten Morgen, Zombie-Apokalypse. Hier sieht es immer noch alles recht gut und geschmeidig aus. Gefällt mir. Die Chest ist leer. Schade, dass man die nicht mitnehmen kann. Und wie gesagt, wenn man drauf haut, gehen sie kaputt. Muss man mal schauen. Aber so schlimm sind die ja nicht zu bauen. Und Holz kriegen wir irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob wir auch Baumzeppelins hier irgendwann kriegen. Weil, stellt euch einfach mal vor, man ist ganz fleißig und rodet hier mal so einen gesamten Wald weg. Was macht man dann? Bin ich gespannt. Bin wirklich, also das ist wirklich so, ich bin sehr gespannt, was in diesem Spiel noch alles kommen wird. Wie gesagt, früher Alpha. Ja, schauen wir mal, Todesstreifen inspizieren wird. Ich möchte hier unten auch, das ist glaube ich Wüste und Ödland irgendwie. Die möchte ich auch noch beide inspizieren. Wird auch mal sehr, wenn dann erstmal Autos, die sollen ja glaube ich auch mit reinkommen, wenn die dann möglich sind. Auch nett, bestimmt. Da müsste ich mal kurz, ne? Wie gesagt, wenn Autos kommen, dann hier die ganze Gegend mit Autos zu erkunden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das macht auch multiplayer-mäßig hier richtig viel Spaß, wenn man dann mit so ein paar Leuten hier drauf rumjumpt. Zumut sogar, wenn es PvP ist. Nee, man weiß ja nie.
Man sieht zwar auf der Map, wo man ist, das ist ein bisschen gefährlich. Also das muss man ausstellen können, dass da andere Spieler angezeigt werden. Aber dann wäre ich bestimmt so ein PvP-Rundchen mal, ne? Jagen und verstecken. Jeder geht in eine Ecke von der Map. Und schauen wir mal, wer dann Last Man Standing noch am Überleben ist. Wäre bestimmt mal super interessant. Oh, weia. Theoretisch. Na gut. Der hier dann hier oben spawnt, hat natürlich einen riesen Vorteil durch das Kornfeld und die Stadt hier. Okay, hier sind auch zwei große Areale. Das werden wohl Firmen, irgendwelche Firmen sein. Industriegebäude, hier ist es auch einiges. Also ich glaube, das könnte sogar klappen. Hier hat man es halt nur wirklich auf engen Raum und könnte sich wahrscheinlich super bewaffnen. Hm. 6 Uhr. Es sollte ja bald hell werden. Da kann ich übrigens auch die Mali-Putchen jucken. Nicht so ein bisschen. Ja. Ah, Nase geputzt. Können wir noch was trinken? Und wie hört sie... Naja, sie sind immer noch fröhlich laut, die guten Jungs. Ich habe mir den Kopfhörer jetzt mal wieder aufgesetzt. Also ich glaube, 7 Uhr, 7:30 werden wir warten. Dann werde ich mal wagen, eine Nase hinauszustecken. Und vielleicht kann man diesen Dachboden hier des Öfteren benutzen. Also ich weiß noch nicht, ob ich die Leiter hinsetze. Ich kann es ja auch einfach machen. Die kommen hier ja gut hoch. Das heißt, ich lasse die Leiter einfach hier. Man geht Ruhe! Bäm, 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 bäm! Kontraproduktives Verhalten in einer Zombie-Apokalypse. Lärm veranstalten! Das könnte ich, glaube ich, auch mal gut machen. So nach dem Motto: 10 Dinge, die man nicht in einer Zombie-Apokalypse machen kann, präsentiert in 7 Days to Die. Ich habe ja schon genug Unsinn hier angestellt. Sie werden, glaube ich, ruhiger. Sie werden, glaube ich, ruhiger. Ja, wie gesagt, also bis 7:30 möchte ich aber warten. Ne, Sonne dürfte jetzt gerade aufgegangen sein. Hust, hust. Tralala. Und dann gehen wir, wie gesagt, runter und stürmen hier möglichst aus dem Haus raus, damit es nicht zerstört wird. So. Ja, doch, so ein bisschen kaputt gemacht haben sie hier unten. Scrap Metal, genau das, was ich suche. Take it all. Kann ich nicht. Nein! Essen ist doch wirklich wichtig. Ja, okay, wir lassen das Essen mal Essen sein, ne? Oh, die haben ja an der Außenfassade echt einiges weggerollt. Kann ich auch nicht mitnehmen, oder was soll das? Mano. Da sind sie ja, unsere Freunde. Komm, take all, take all. So. Oh, du musst doch hier den Scrap nehmen können. Oh. So, machen wir es mal auf die Methode. Eieiei, das gibt Zombie-Geschnetzeltes heute Abend. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen Ruhe gebracht. Verdammt, komme ich da natürlich nicht rein, oder was? Doch, wir kommen noch rein. Sehr gut. Hier will ich durch. Geht schneller, als das da abzubauen. Einfach nur noch mal, um mich hier einmal umzuschauen, ob es hier noch irgendwas weltbewegend Interessantes gibt. Hier hätten wir zum Beispiel ein Bettgestell. Ah, das ist gut, das können wir mitnehmen. Ey, lass das Haus in Ruhe, du! Boah, man könnte jetzt natürlich hier die alle durchsuchen, Ey, Digga, hast du was dabei? Ja, die Teile. Na, da die spawnen sie auch schon. Ist hier.
Also ihr Jungs wisst nicht, wie was gut ist, ne? Da ist ein Keller. Hallo. Ja. Ist ja gut. Es tut euch doch... Oh! Niemand was. Man merkt, die Zombies sind nicht sehr intelligent. Aber sie graben sich überall durch. Und das ist halt eine wirklich große Gefahr. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch genug zu finden. Aber ich suche im Moment eigentlich primär nach Scrap Metal. Deswegen auch bald nach unten gehen und Iron möglichst finden. Yeah, Scrap Metal. Hier machen wir mal anders. Machen wir mal den da hin. Take all. Na komm hier, den Hemd können wir mitnehmen. Yo, die Waffe brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch, aber die Munition nehmen wir mit. Die Musik wird wieder bedrohlich und böse. Das können wir auch gut gebrauchen noch. Ja, hier kommen die Shells, nehmen wir auch mit, ne? Auf jeden Fall gut merken, hier ist noch ordentlich was an Waffen und so zu holen. Ich glaube, ich nehme die Vordertür. Ha! Machen wir es halt mal so. Kommen wir auch aus dem Haus raus, ne? Ach Mensch, wenn mich durch, du verdammter Zaun. Können wir den sogar mitnehmen, oder? Tatsache, könnten wir. Wenn wir Platz hätten. So, weiter die Suche nach dem, was ich brauche. Jawohl, ne? Chainsaw, ne? Also, da lasse ich irgendwas für hier. Hier, komm. Scheiß auf die Sticks. Wir haben eine Kettensäge. Oh na, also jetzt finden wir hier natürlich wirklich alles, was man gebrauchen kann. So, keine Ahnung. So, zack, jetzt haben wir wieder Platz. Und wir sollten jetzt langsam zurückkehren. Sonst ist der Tag vorbei und wir haben wieder nichts gemacht. So, mal auf der Karte prüfen. Hallo Hase. Die Richtung müssen wir rennen. Und hier rennen wir jetzt auch. Ich hoffe mal nicht, dass unser Heim wieder zombifiziert ist. Oder unser zukünftiges Heim. Haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen was gefunden. Ein bisschen Scrap Metal ist, wie gesagt, auch gut. Weil Scrap-Wände kann man ja auch herstellen. Und da muss man halt, wie gesagt, schauen. Und ich glaube, unseren Weg hier durch, den werde ich auch mal irgendwann mit Fackeln erleuchten, damit wir ihn auch immer gut finden. Hallo? Kiste? Da hinten. Warum ist hier so ein Schatten? Ich sehe keine Zombies, das heißt, hier scheint nichts Böses zu sein. Moment. Wir brauchen hier, wie gesagt, noch eine Kiste erstmal. So, was packen wir in die Kiste rein? Ich packe meine Kiste. Pistole. Warte mal, die Webs hier können wir mal da reinschmeißen. Ah. So. Haben wir hier noch Wasser, das ich jetzt nicht so dringend brauche? Ganz ehrlich, die Sachen packe ich erstmal hier rein. Das Benzin werde ich wahrscheinlich auch eher für die beiden Sachen brauchen. Die Waffe brauche ich im Moment auch nicht. Ja, also wenn wir zwei Schrottmumpeln mit haben, ist, glaube ich, die Sache erledigt. Gleiches gilt hierfür. Dann haben wir noch ein großes, ein ganz großes 7,62er. Was ist das? 10 mm. Aha.
Das heißt, wahrscheinlich gibt es hier noch etwas größere Kaliber. Hm. Schön. So, wie gesagt, jetzt erstmal wieder das in Ordnung schaffen. Mann. Hier muss man einer mit einem Rasenmäher durch. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Wir nehmen mal an, hier hinten ist die Linie. Also hier jetzt so ungefähr, ne?